Ja, Leute, es ist endlich soweit. Die neue Schneemap wie Candy ist veröffentlicht in PUBG Mobile. Und ja, ich lade mir das Update gerade sehr frisch herunter. Wir haben den 18. Dezember. Und wir gucken direkt mal, was es denn alles so Neues gibt. Und ich werde, denke ich, heute auch mal eine Runde anzocken. Das heißt, seid auf jeden Fall gespannt und bleibt bis zum Ende dran. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt, auch wenn meine Stimme ja noch etwas kratzig ist. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und ich bin auf jeden Fall mega gespannt, weil ich habe mich schon sehr lange auf die neue Map wie Candy gefreut und freue mich jetzt auch, diese neue Map endlich mal anzutesten. Neu dazu gibt es ja auch noch die neue Waffe und das Schneemobil. Aber wir lesen uns erstmal die neuen Funktionen durch. Wie Candy, eine neue 6x6 km Karte, kommt im neuen Update. Die Verfügbarkeit wird demnächst bekannt gegeben. Halte die Augen auf. Schneemotiv im Hauptmenü, Unterstützung für Arabisch, Cross-Server-Matchmaking. Verdächtiges Verhalten kann ab sofort aus dem Zuschauermodus nach dem Tod gemeldet werden. Neues System für Upgrades von Feuerwaffendekos, neue Belohnungen für Saisonkäufe. Genau, das heißt, es gibt an sich nicht nur die neue Map, sondern wie gesagt auch das Schneemotiv, so wie das jetzt mit dem Halloween-Motiv war, aber auch mit dem Sanhok-Motiv. Dann gibt es jetzt die Sprache Arabisch, dann Cross-Server, das heißt, man kann nicht nur Europa, sondern Europa und halt mit anderen Servern, glaube ich, verbinden, also sozusagen welche in Nordamerika können jetzt auch mit Leuten, die auf Europa spielen, zusammenspielen, glaube ich, so meint die das, mit übergreifenden Servern sozusagen. Und wie gesagt, verdächtiges Verhalten, also zum Beispiel Hacker oder Cheater können auch im Zuschauermodus gemeldet werden. Und wie gesagt, Feuerwaffendekos gibt es neue und neue Belohnungen für Saisonkäufe. Ja, wie ihr seht, das Update ist schon 1,49 GB groß. Das heißt, die Updates sind immer sehr, sehr groß und deswegen dauert es natürlich auch sehr lange zum Downloaden. Ich mache das schnell und dann sehen wir uns im Game. Ich habe ihn gesehen, das ist hier richtig. Okay, ich sehe ihn. Sehr schön. Erster Tod. Allerdings habe ich... Ja, okay, sehr schön, der hatte... Es war schon wieder extrem aufregend. Ich habe gezittert, das Fuck. Puh. Und ich könnte Muni für die Waffe wirklich dringend gebrauchen. Aber ich kann die auch nachladen, sehr schön. Aber ich denke, ich sollte erstmal weitergehen. Oh lol.
Okay, sehr schön. Oh, hier scheinen viele zu sein. Vielleicht hatte der ja Munition für mich. Ja, das ist ein Schneemobil. Oh, sehr, sehr schön. In weiß. Erstmal fahren damit. Ui. Stylish. Hört sich auch sehr schön an. Da steht sogar noch eins. Aber man hinterlässt irgendwie noch keine Spuren. Was merkwürdig ist, aber ja. Ist noch ganz okay. Ja, erstmal, ich steige jetzt hier gleich. Oh, lol, Alter. Okay, da ist er. Okay, da kam einer. Oh, achtfach, lol. Sehr schön, das habe ich gebraucht. Fährt zum... Scheiß Aim. Schüsse. Ich gehe, denke ich, näher ran. Hier aus dem Haus, denke ich, bin ich gut geschützt. Okay, ich sehe. Komm schon. Goldene Mitte. Kann man übrigens auch in die Häuser rein, Lil. Hallo, warum seht ihr keine Waffen und Items? Oh lol, hier sind voll viele Schneebälle. Ja Leute, man kann jetzt so hier diese Schneebälle werfen. Das ist richtig lustig. So. Dann mal schauen. Ich springe in die Richtung ab. Leute, wünscht mir Glück und ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß beim Zuschauen dieser Runde. Tomoda. Das Kosmodrom. Ja, ist dieser Raketenort, wo da gibt es bestimmt richtig guten Loot. Da, wo es so, wie gesagt, die Space Shuttle und so ist. Und ich springe raus. Muss erstmal schauen. Okay, da kommen noch ein paar. Wohin es denn geht, ganz weit in die Richtung. Da ist der Berg und ich gehe genau da unten zu der Stadt und ja, könnte dann eventuell halt wieder auf den Berg gehen. Es sind aber richtig viele neben mir, lol. Das heißt, ich sollte hier bei Zeiten runter, vielleicht genau die neue Waffe, wäre nochmal was. Und man kann hier jetzt schon, genau jetzt fallen, ist mir schon einer gestorben, der ist aus großer Höhe gefallen. Noch einer. Man kann nämlich jetzt durch den neuen Fallschirm, ja, der wurde ja verändert. Genau, einer springt direkt neben mir ab. Ich brauche eine Waffe. UMP. Oh ja, lol. Boah, richtig schlechter Ort eigentlich zum Abspringen. Ich will mich erstmal heilen. Lad die Scheiße doch nach, Manu. Oh!
Sehr schön, Leute. Alter, besser kann's nicht laufen. Sehr, sehr schön. 4 Kills direkt am Anfang in der Villa. Aber ich höre ein Auto. Ist nicht gut. Aber erstmal schönes Schmerzmittel reinpfeifen. Und dann looten. Oh ja, schön pennen. Bandages. Mal sehen, ob ich die dann töten kann, wenn die denn in die Zone rennen müssen, wenn sie das denn überhaupt müssen. So, jetzt bekomme ich Zone Damage. Hier werden sogar 2 Schneemobile. Alter, ist das lächerlich. Ich gehe hier mit Absicht links rum über den See. Um hier vielleicht. Ja, da ballern sie auf mich, nämlich. Hier ist aber rutschig, Alter. Hilfe. Platt as fuck. Ja, hinter mir wird geballert. Danke, dass du deine Position mir so schön verraten hast. Komm, gib mir doch bitte. Da lag halt oben so viel Muni, aber ich denke, die brauche ich gar nicht. So. Ein Visier hatte der eins. Oh, lol. So. Danke für den Kill. Hier läuft gerade gut. Ich hätte gerne einen Scope. Wenn das möglich wäre. Oh ja, danke dafür. Passt. Gefällt mir sehr gut. Vor allem die Zone ist jetzt noch nicht mehr angekommen, Alter. Was soll er? So, ich wette, die überrennen mich hier alle klar, Alter. Der kennt's nicht und der hat wieder Karabiner. Warum auch nicht? Vielleicht Headshots jetzt reindrücken. Mich wird geschossen, Hilfe. Bitte raufen Sie mir, ich bin in Gefahr. Sehr schön. Geht doch. Ist auf jeden Fall Hackmack. Das lasse ich mir nicht entgehen. Der hat aber gesniped auf mich. Auf jeden Fall sehr risk. Sollte aber das erstmal hier alles weglegen. Alter, ich habe hier gar nichts getroffen. What the hell? So viel Loot vor allem. Bitte helfen Sie mir. Okay. So, boosten, oberste Priorität. Okay. Mann, warum war das kein Headshot? Oh, lol.